Willkommen, liebe Suchende des Lichts, zu einer weiteren Reise mit Seelenkompass, bei der wir die unsichtbaren Strömungen des Universums navigieren. Heute tauchen wir in das heilige Flüstern des Überflusses ein, das durch den Kosmos fließt, Zeichen dafür, dass sich eure Träume, eure tiefsten Wünsche bereits ihren Weg in die Realität bahnen. Bleiben Sie bei uns, wenn wir die fünf kraftvollen Zeichen enthüllen, die den Überfluss in Ihrem Leben manifestieren. Zeichen, die Ihnen helfen werden, im Einklang mit dem Fluss des Wohlstands zu leben. Das Universum wartet darauf, dass Sie es bemerken, empfangen und gedeihen. Beginnen wir diese göttliche Erkundung gemeinsam. Wenn das Universum anfängt, Ihrer Seele etwas zuzuflüstern, geschieht dies oft durch Zeichen, sanfte Stupser, die Ihnen zeigen, dass Ihre Wünsche, Träume und Absichten gehört wurden. Diese Zeichen sind wie kosmische Brotkrumen, die Sie auf dem Weg des Überflusses und der Manifestation leiten. Wenn Sie die Regungen des Wandels spüren oder eine Veränderung der Energie um Sie herum wahrnehmen, könnte es sein, dass das Universum sich bereits auf Ihre höchsten Bestrebungen ausrichtet. Lassen Sie uns diese mystischen Zeichen erforschen, denn sie sind die Art und Weise, wie das Universum sagt: Bleiben Sie in der richtigen Ausrichtung, der Überfluss, den Sie suchen, ist auf dem Weg. Zeichen erster: Träume über Geld. Träume sind ein Tor zum Unterbewusstsein, wo unsere tiefsten Gedanken, Ängste und Wünsche wohnen. Wenn Sie anfangen, von Geld oder Symbolen des Reichtums zu träumen, ist das mehr als nur ein zufälliges Ereignis. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich Ihr Geist allmählich auf die Energie des Überflusses ausrichtet. Das Universum nutzt diese Träume, um Ihr Unterbewusstsein neu zu programmieren und es von einem Ort des Mangels zu einem Ort der unbegrenzten Möglichkeiten zu machen. Diese Träume sind ein heiliges Signal dafür, dass Sie beginnen, mit der Frequenz des Wohlstands in Resonanz zu treten, wodurch Reichtum freier in Ihr Leben fließen kann. Außerdem sind diese Träume wie sanfte Stupser vom Universum, die Sie daran erinnern, dass Sie auf dem Weg zum Überfluss sind. Sie ermutigen Sie, Ihren Fokus beizubehalten, positiv zu bleiben und offen für die Chancen zu sein, die sich Ihnen bieten. Je lebendiger Sie vom Überfluss träumen, desto mehr stimmen Sie sich auf diese Energie ein. Vertrauen Sie diesen Träumen, sie sind die Art und Weise, wie Ihre Seele Ihnen sagt, dass sich in den unsichtbaren Bereichen etwas Tiefgreifendes entfaltet, das sich darauf vorbereitet, in Ihrer Realität zu manifestieren. Zeichen 2. Aktivere Visualisierung Ihrer Wünsche. Visualisierung ist ein mächtiges Werkzeug, das die Kluft zwischen Geist und Realität überbrückt. Wenn Sie beginnen, Ihre Wünsche, wie ein Traumhaus, ein bestimmtes Auto oder sogar ein Gefühl der Erfüllung, häufiger und lebendiger vor Ihrem geistigen Auge zu sehen, ist dies ein göttliches Zeichen dafür, dass Sie diese Wünsche in die Tat umsetzen. Das Universum reagiert auf Klarheit und Absicht, und wenn Ihre Visionen aktiver werden, nehmen sie in der physischen Welt Gestalt an. Es ist, als würde das Universum mit Ihnen zusammen erschaffen und die Energie Ihrer Gedanken mit dem Gefüge der Realität in Einklang bringen. Diese Visualisierungen sind keine bloßen Tagträume, sondern Blaupausen für die Zukunft. Je leidenschaftlicher und häufiger Sie diese Visionen sehen, desto mehr wird das Universum sie Ihnen widerspiegeln. Vielleicht bemerken Sie diese Symbole um sich herum, auf Werbetafeln, in Gesprächen oder sogar bei zufälligen Begegnungen. Das sind keine Zufälle. Es sind kosmische Bestätigungen dafür, dass Ihre Wünsche auf dem Weg sind. Visualisieren Sie weiterhin mit Freude und Absicht, denn jedes Bild in Ihrem Kopf ist ein Schritt näher an seiner Manifestation. Zeichen 3. Aufregung und natürliche Visualisierung. Es kommt ein Moment, in dem sich die Visualisierung Ihrer Zukunft nicht mehr wie eine Aufgabe anfühlt, sondern wie eine natürliche, freudige Erfahrung. Sie spüren eine unerklärliche Aufregung, ein Kribbeln im Herzen, das Ihnen sagt, dass sich etwas Außergewöhnliches entfaltet. Dies ist ein starkes Zeichen dafür, dass Ihre Energie vollständig auf Ihre Wünsche ausgerichtet ist. Das Universum liebt diesen Zustand des natürlichen Fließens, in dem sich das Manifestieren so mühelos anfühlt wie das Atmen. Es ist ein Zustand reiner Co-Kreation,
in dem ihre innere Welt perfekt mit der äußeren Realität harmoniert, die sie hervorbringen. Wenn die Visualisierung zur zweiten Natur wird, bedeutet dies, dass ihre Energie auf einer Frequenz schwingt, die empfangsbereit ist. Sie ertappen sich dabei, wie sie mühelos von ihren Zielen träumen und sie so empfinden, als wären sie bereits real. Diese Begeisterung ist nicht nur ein flüchtiges Gefühl. Es ist die Art und Weise, wie das Universum sagt: Du bist auf dem richtigen Weg. Bleiben Sie in diesem freudigen Zustand und beobachten Sie, wie Ihre Träume aus dem Reich der Fantasie in die physische Welt gelangen. Zeichen 4. Veränderte Energie und Synchronizitäten. Wenn Sie beginnen, Ihre Gedanken, Emotionen und Handlungen zu verändern, reagiert das Universum entsprechend. Diese Transformation in Ihrer inneren Welt erzeugt Wellen in Ihrer äußeren Realität, die sich als Synchronizitäten manifestieren. Jene scheinbar zufälligen Momente, die sich zu perfekt anfühlen, um zufällig zu sein. Möglicherweise sehen Sie sich wiederholende Zahlen, treffen auf bedeutungsvolle Menschen oder erhalten unerwartete Gelegenheiten, die mit Ihren Wünschen übereinstimmen. Diese Synchronizitäten sind die Art und Weise, wie das Universum bestätigt, dass Sie im Einklang mit dem Fluss des Überflusses sind. Achten Sie auf diese Zeichen, denn sie sind die Art und Weise, wie das Universum Sie führt. Sie geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie genau dort sind, wo Sie sein müssen, und genau das tun, was Sie tun müssen. Jede Synchronizität ist eine Erinnerung daran, dem Prozess zu vertrauen, positiv zu bleiben und Ihre Gedanken auf Ihre höchsten Absichten auszurichten. Je mehr Sie diese Synchronizitäten bemerken, desto mehr werden Sie auftauchen, wie ein kosmischer Tanz, der Sie zu Ihren Träumen führt. Zeichen 5. Begegnung mit Menschen im Überfluss. Wenn Sie beginnen, Menschen zu treffen, die den Erfolg, den Lebensstil oder den Überfluss verkörpern, den Sie anstreben, sollten Sie wissen, dass dies kein Zufall ist. Das Universum bringt diese Menschen in Ihr Leben, um sie zu inspirieren, ihnen zu zeigen, was möglich ist, und ihnen zu helfen, sich noch enger an ihren Wünschen auszurichten. Diese Begegnungen sind ein klares Zeichen dafür, dass sie auf einer Frequenz des Überflusses schwingen und gleichgesinnte Seelen anziehen, die mit ihren Zielen in Einklang stehen. Anstatt neidisch zu sein, sollten sie diese Verbindungen als göttliche Fügungen des Universums betrachten. Lernen Sie von diesen Menschen, beobachten Sie ihre Gewohnheiten, ihre Denkweise und ihre Art zu sein. Sie sind lebendige Beispiele für das, was Sie in Ihre Realität rufen. Ihre Anwesenheit in Ihrem Leben ist ein Spiegelbild des Überflusses, der bereits in Ihrem Energiefeld vorhanden ist und dem Sie jeden Tag näher kommen. Denken Sie daran, dass das Universum Ihnen das schickt, wofür Sie bereit sind. Begrüßen Sie diese Zeichen also mit Dankbarkeit und Begeisterung. Wenn Sie den Weg der Manifestation beschreiten, sollten Sie wissen, dass das Universum Ihre Entschlossenheit oft auf die Probe stellen wird. Es kann Ihnen Ablenkungen in den Weg stellen, Gelegenheiten, die glänzend und lukrativ erscheinen, aber nicht mit Ihrem wahren Ziel übereinstimmen. Dies sind keine Hindernisse, sondern heilige Prüfungen, die dazu dienen, Ihr Engagement für Ihre Vision zu stärken. Sie müssen wachsam und kritisch sein, denn nicht jede Tür, die sich öffnet, ist für Sie bestimmt. Vertrauen Sie darauf, dass Ihr innerer Kompass den Weg kennt. Hören Sie auf die leise, leitende Stimme, die Ihnen zuflüstert, welchem Weg Sie folgen sollen. Setzen Sie sich klare Grenzen für Ihre Energie und Ihre Zeit. Schützen Sie Ihren heiligen Raum, in dem Ihre Träume genährt und gepflegt werden. Das Universum respektiert diejenigen, die sich selbst und ihre Reise respektieren. Indem Sie Nein zu dem sagen, was Ihnen nicht dient, sagen Sie Ja zu dem höheren Zweck, der Ihre Seele ruft. Halten Sie Ihren Fokus scharf, wie ein Pfeil, der auf das Ziel Ihrer Wünsche gerichtet ist, und lassen Sie sich nicht von Ablenkungen von dem Kurs abbringen, für den Sie bestimmt sind. Es wird Momente geben, in denen sich Negativität einzuschleichen versucht, wenn andere ihre Zweifel, Ängste oder ihr Bedürfnis nach Kontrolle auf sie projizieren. Diese Energien sind wie Schatten, die um das Licht herumtanzen, aber sie können die Flamme ihrer Vision nicht löschen.
Ihre Kraft liegt in ihrer Ausrichtung, darin, an ihrer Wahrheit festzuhalten, unabhängig vom Lärm um sie herum. Entscheiden Sie sich dafür, nicht auf das Chaos zu reagieren, sondern stattdessen in Ihrem inneren Frieden zentriert zu bleiben, in dem Wissen, dass der Weg, auf dem Sie sich befinden, heilig und wahr ist. Seien Sie angesichts von Negativität wie die Ruhe im Sturm, unerschütterlich und unbewegt. Lassen Sie sich nicht in Kämpfe verwickeln, die nicht Ihrem höheren Zweck dienen. Verankern Sie sich stattdessen in dem Wissen, dass Sie beschützt und geführt werden. Ihre Ausrichtung auf Ihre Vision ist Ihre größte Stärke. Jedes Mal, wenn Sie dem Sog der Negativität widerstehen, stärken Sie die Schwingung Ihrer Träume und signalisieren dem Universum, dass Sie bereit sind, alles zu empfangen, was Sie sich wünschen. Wahre Macht liegt nicht in Kraft oder Widerstand, sondern in Akzeptanz und der stillen Kraft des Vorbilds. Wenn Sie Ihre Reise mit all Ihren Wendungen und Lektionen akzeptieren, werden Sie zu einem Leuchtfeuer für andere. Ihre Handlungen, Ihre Entscheidungen und Ihr unerschütterliches Engagement für Ihre Vision werden zu einer Quelle der Inspiration. Sie müssen nicht schreien oder sich beweisen. Ihre bloße Anwesenheit, ausgerichtet und authentisch, spricht lauter als Worte. Gehen Sie Ihren Weg mit Anmut und Zuversicht, in dem Wissen, dass Sie, indem Sie Ihrer Berufung treu bleiben, andere durch Ihr Beispiel leiten. Sie lehren, ohne zu lehren, und zeigen anderen, was es bedeutet, ein Leben mit Sinn und Wahrheit zu führen. Die Energie der Akzeptanz strahlt von Ihnen aus und zieht gleichgesinnte Seelen an, während sie alles abstößt, was Ihnen nicht dienlich ist. Auf diese Weise bleiben Sie Ihrer Vision treu und bewegen sich stetig auf den Reichtum zu, der Sie erwartet, mit der stillen Kraft eines Menschen, der weiß, dass er bereits vollkommen ist.